Audio Jungle. Crowdfunding ein schönes Tool, um sich zu vernetzen und eine Idee voranzutreiben, und ist meistens dann erfolgreich, wenn ich nicht alleine mit der Idee bleibe. Also wichtig ist, dass man ein Crowdfunding-Projekt dann startet, wenn eben diese Vorarbeit ein bisschen geleistet worden ist. Das heißt, eine Crowd schon aufgebaut wurde, eine Community aufgebaut wurde, ein Netzwerk verfügbar ist, das nicht nur mich kennt, sondern auch die Vision oder die Idee hinter meinem Projekt kennt und gutheißt. Und dann startet man um einiges erfolgreicher in eine Crowdfunding-Kampagne, weil ohne Crowd kein Crowdfunding. Crowdfunding sehe ich persönlich als Chance, dass auch soziale und kulturelle Projekte, die vielleicht gar nicht große Gewinnabsichten verfolgen, zu realisieren. Dafür gilt es dann mit viel Motivation und Herzblut, Unterstützer zu finden, die dazu beitragen wollen, dass die Wertschöpfung bei uns in der Region bleibt. Aber es ist ein schönes neues Werkzeug, das auch einfachen Leuten, die nicht unbedingt in der Finanzbranche sind oder Millionäre sind, die Möglichkeit gibt, dass sie sich an neuen Unternehmungen beteiligen und das mitkriegen und ein Teil davon werden. Das ist wirklich ein Teil von wirtschaftlicher Lebendigkeit, die damit gewonnen wird. Warum engagiere ich mich in der Eisenstraße und speziell zum Thema Crowdfunding? Weil ich immer wieder sehe, dass es in unserer Region sehr gute Ideen gibt, kreative Ansätze, und ich möchte, dass diese Ideen verwirklicht werden können. Und da bietet Crowdfunding eine super Plattform dazu.